Also wir haben ein Problem. Samsung S6 Galaxy Edge, wenn ich einschalte, tut sich hier gar nichts mehr. Normalerweise müsste jetzt hier Samsung erscheinen und dann das entsprechende Branding. Hier geht gar nichts mehr. Jetzt sagt der eine oder andere, okay, Mensch hat einfach den Akku nicht aufgeladen. Steckt mich ein. Normalerweise müsste hier oben die entsprechende Lampe gehen, geht auch nicht. Und jetzt, wie kann ich das jetzt hier noch diesen Fehler beheben? Jetzt habe ich hier die Leiser-Taste und hier die Power-Taste und die drücken wir jetzt hier einfach mal. Dann hoffen wir, dass noch 5 Sekunden was passiert. So. Jetzt ist zumindest das Akkusymbol wieder erschienen. 37%, es lädt. Also es scheint irgendwie wieder, wie wenn es hier ein bisschen ja, Action gibt. So, jetzt schaut man das Ganze wieder ein. So, und jetzt fährt hoch. Ja, also so könnt ihr so sozusagen so einen kompletten Shutdown des Handys, wenn ihr überhaupt nicht mehr mag, wieder zum Leben erwecken. Jetzt hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, Jungen könnt ihr abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Werkt und Handy. 5 Minuten, tschüss.